Willkommen zurück, Leute. Domination Tipps. Ich melde mich zurück mit einem neuen Video und zwar nicht, obwohl der Panzer hier aussieht, ein bisschen wie bei Domi, sieht echt ein bisschen so aus. Melde ich mich nicht mit Dominations zurück, sondern mit World of Tanks. Das wurde mir vorgeschlagen von einem Abonnenten. Und das Problem ist, ich muss das Spiel wie so ein Joystick halten. Ihr seht das hier mit zwei Fingern, muss ich das irgendwie steuern. Und dadurch habe ich das Problem, hier rechts komme ich ganz leicht an das Mikro dran. Ja, ich glaube, das hört man jetzt auch. Dann muss ich halt meine dicken Wurstfinger irgendwie so ein bisschen beiseite halten. Um das Spiel richtig zu steuern. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich habe schon einen Multiplayer-Kampf gemacht. Da war ich ganz erfolgreich. Aber ich glaube, das ist wie bei Domi. Am Anfang ist jeder erfolgreich. Darum nehme ich einfach mal was Fettes. Der Panzer sieht dick aus. Oder obwohl ich nehme einen kleineren Panzer. Dann sind die Ligen wahrscheinlich nicht so hoch. Ich habe hier irgendwie einen amerikanischen Panzer, ein paar Deutsche. Sieht man irgendwie Nazi-Deutschland. Dann suche ich auch direkt mal einen Kampf. Mikrofon ist frei. Gefecht suchen wir direkt mal. Guck mal. Festung der Verzweiflung. Begegnungsgefecht. Wir spielen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gegen 7 Mann. Die Gefechte sind relativ groß und dynamisch. Und ich habe festgestellt, es ist sowas wie Suchen und Zerstören. Sprich, man hat nur ein Leben. Wenn man tot ist, ist man tot. Die Steuerung ist sehr eigenwillig, muss ich sagen. So, jetzt fahre ich schon. Gucken. Das ist so eine etwas abgerundete Map. Ich lasse die anderen mal vorfahren. Oh, er ist mir hinten reingefahren. Ey, Kollege. So. Also die Steuerung ist recht komisch. Er fährt da vorne gegen Stein. Was macht er denn da? So. Oh, ich fahre auch im Kreis. Also die rote Linie stellt auf jeden Fall, glaube ich, diese äußere Begrenzung da, wo man nicht weiterfahren kann. Die Map ist aufgebaut wie so ein Halbmond. Und man ist, glaube ich, ganz gut beraten, wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, sich irgendwo eine Deckung zu suchen und ein bisschen zu snipen. Weil wenn man einmal tot ist, dann ist man tot. Feindaufklärung gilt wohl konsensuell geteilt. Also sprich, wenn jemand von uns einen Gegner sieht, wird der mir auch auf der Map angezeigt. Ich befinde mich gerade ziemlich weit vorne auf der Map, darum sollte ich vorsichtig sein. Ich habe irgendwie nur so einen leichten Kackpanzer. Und ich muss irgendwie mal lenken. Jetzt. So. Vielleicht dürften noch irgendwo mal die Gegner kommen. Ich halte mich ein bisschen zurück, da ich nicht sofort tot sein möchte. Ich möchte euch ja was von dem Spiel zeigen. Ist auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Problem ist nur, ich musste erstmal 1,5 GB runterladen, damit das Ding bei mir überhaupt läuft. Oh, ich fahre gerade eine Wand um. Damit das Ding überhaupt bei mir läuft. Also da guckt, da wird der erste Panzer aufgeklärt. Ich kann ihn mal spotten. Da durchs Fernglas, lenken. Oben seht ihr auch die. Okay, einer hat einen abgeknallt, der war aber von uns. Also von uns ist einer verreckt. Ich muss lenken, 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 lenken und hin da. Vielleicht kann ich hier einen abknallen. Ah. Da ist einer, da ist einer. Feuer! Bumm! Oh, getroffen. Ich muss ihn nicht von vorne treffen, das ist blöd. Ich muss ihn irgendwann in den Ketten treffen. Oh, er schießt zurück. Alter, schieß doch! Ich habe mich bewegt. Nachladen. Oh, rückwärts fahre ich ja gar nicht schnell. Und ausweichen. Anvisieren. Oh, ich bin nicht so präzise. Komm, noch acht. Lad nach! Lad nach! Komm schon! Komm schon! Oh, ich darf mich nicht bewegen, das ist nicht gut. Lad nach! Yes! Also den haben wir auf jeden Fall gekillt. Ich weiß noch nicht, wie ich nachlade. Ich glaube, da muss ich einmal verschießen. Ich habe auch nicht mehr so viel Leben. Einen habe ich gekillt, da hinten sind noch drei. Wir spielen jetzt, ja, 5 gegen 3. Nicht so geil. Also ich habe den einzigen ausgeschaltet scheinbar. Ich hoffe, ich rutsche nicht mit dem Finger wieder übers Mikro. Oh oh. Rückwärts, rückwärts, da kommt schon wieder einer. Oh, von wo werde ich denn angegriffen? Von da vorne. Oh, nicht gut. Oh, von hinter mir. Ja, also jetzt bin ich tot. Ich bin der Einzige, der einen Feind getötet hat. Die anderen haben das irgendwie nicht hinbekommen. Hoffentlich halte ich das Mikro nicht zu. Nee, sieht gut aus. Ich glaube, ich kann durchwechseln. Dann sehe ich meinen letzten Spieler. Der wird jetzt aber auch gefickt. Kaputt gemacht. Ja, der ist tot. Also, wir haben jetzt verloren, glorreich. Ich gehe mal zurück zur Garage. Gefecht verlassen. Jo. Macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel. Aber ich denke, man braucht eine relativ sichere Internetverbindung dafür, habe ich jetzt schon gemerkt. Ist ja klar, für einen Ping. Militärlehre. Was kriege ich da? Also, auf jeden Fall ein aktiveres Spiel als dieses Eisenkommandant letztens. Jetzt muss ich gucken, dass mein Handy mir nicht runterfällt. Klasse. Ich habe natürlich irgendwas wieder gedrückt. So. Mit Premium. Ich will kein Premium. Ich will einfach nur zurück. Sehr gut. Eine Fertigkeit kann auf einem Fahrzeug desselben Typs bis 100% Besatzungskönnen ausgebildet werden. Okay. Weiß ich jetzt nicht, was das heißen soll. Mal gucken. Also, ich habe hier auf jeden Fall irgendwie so Bonuserfahrung, sehe ich gerade. Die Munition sieht auch bei allen noch ganz gut aus. Der hat voll wenig Muni. Ne, ich kann nicht mehr mitnehmen. Panzerkampfwagen. Also irgendwie haben die auch alle unterschiedliche Fähigkeiten. Der hier hat irgendwie, glaube ich, besonders viel Leben.
Boah, das ist so kompliziert, das Handy so zu halten, weil ich sonst das Mikro zuhalte. Ah, Mann, ich muss gleich mal gucken, ob ich die Episode verwenden kann oder ob ich das Mikro fest zu sehr zuhalte. Der hier scheint auch relativ schwach bewaffnet zu sein, aber hält dafür gut was aus. Die sind übelst mobil, die kleinen Dinger. Ich glaube, ich nehme jetzt mal ein fetteres Vieh. Den hier habe ich noch nicht ausprobiert, der sieht cool aus. Das ist ein deutscher Panzer. Dann suchen wir direkt nochmal neues Gefecht, würde ich sagen. Wir haben jetzt 5 Minuten gezockt. 2-2-2, wir haben ein paar Einserpanzer dabei. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob das tatsächlich so ist, dass Zweierpanzer stärker sind als Einserpanzer. Ich glaube, die haben einfach andere Fähigkeiten. Ich glaube, Einserpanzer sind flinker, Zweierpanzer halten mehr aus. 260 Leben. Nö, der Kleine hat auch relativ viel Leben. 185, 185, ja gut, okay, keine Ahnung. Vielleicht haben die irgendwas geforscht. Wir spielen irgendwie wieder auf derselben Map. Die Taktik von eben war ganz cool. Ich werde den Feind versuchen, so mit einer zangenartigen Bewegung aufs Korn zu nehmen. Indem ich die anderen vorfahren lasse. Das hier scheint ein Panzerzerstörer zu sein vor mir. Sowas wie ein Scharfschütze. Der macht besonders viel Schaden. Schießt der auf mich? Alter, wo schießt du hin? Du hast begrenzte Muni, weißt du das? Muss ich ihm... Nein, ich schreibe es ihm gleich nicht. Ich lasse es einfach sein. Und jetzt schauen wir mal. Ich kann ja schon mal, wenn das nicht fahre, hoffentlich fahre ich keinen um. Oh, da hinten gibt es schon Feindkontakt. Ah, unser Spieler schlägt sich... Okay, er schlägt sich schlecht. Oh, er kriegt richtig aufs Maul. Aber er trifft den Feind auch ganz gut, glaube ich. Ich werde auch schon geschossen. Alter, die Gegner sind direkt schon hier. So, lass mal schnell schauen. Wir haben Gegner komplett vor uns verteilt. Dann werde ich, glaube ich, mal nach links fahren. Ich glaube, ich werde auch schon beschossen hier. Immer zangenartige Bewegungen machen. Das ist genau wie bei Modern Warfare. Nie durch die Mitte gehen. Nie durch die Mitte. Immer am Rand der Basis bleiben. Da haben wir einen Panzer. Boah, das Lenken ist echt nicht einfach. Ich glaube, ich versuche den zu umrunden. Oh, ich wurde beschossen. Mein Motor. Boah, er hat mich schon direkt aufs Korn genommen. Und rückwärts. Ich darf nicht auf die roten Stellen schießen. Nicht auf die roten Stellen, Mann. Schieß doch nicht auf die roten Stellen. Oh, da sind zwei, Mann. Jo, dann kann ich jetzt abhauen. Ah, ich sollte auch nicht schießen, wenn das nicht... Ja, okay, das war jetzt... Richtig verschissen. Alter, habe ich gerade auf die Schnauze bekommen. Ui, ui, ui. Also ich kann mir mal angucken, was die anderen hier fabrizieren. Was auf jeden Fall nicht sinnvoll ist. Also normalerweise sagt man immer bei Spielen, wenn man stationär steht und auf andere schießt, ist es nicht gut. Man muss in Bewegung bleiben. Hier ist das Problem, wenn man sich bewegt, und das ist jetzt eigentlich schon realistisch, dass sich das Fadenkreuz dann erweitert. Sprich, man schießt überhaupt nicht mehr so genau, ist mir eben aufgefallen. Ich glaube, ich habe gerade keinen parkenden LKW getroffen. Ach, ist mir zu blöd, die machen ja alle nichts. Dann gehe ich raus und suche mir einmal noch ein neues Gefecht. Ja, verlassen. Also wie gesagt, ich habe es, glaube ich, eben unterbrochen. Das ist ein sehr großes Spiel, das man erstmal downloaden muss. Und man braucht eine stabile Verbindung. Aber letzten Endes macht das schon ziemlich viel Bock. Muss ich sagen, so für zwischendurch ist das nichts Schlechtes. Das wäre auch ein Spiel, das ich selbst weiterspiele. Oh, was ist denn das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, das sind alle Panzermodelle wahrscheinlich, die es gibt. Bis 10. Und ich kann halt ausblenden und einblenden, denke ich mal. Genau, jetzt sehe ich nur gar keine. Jetzt sehe ich nur meine 1er-Panzer, den 2er mit. Okay, was ist das hier? Typen. Okay, die Panzertypen. Ich weiß immer noch nicht, was die ganz genau... Also hier unten kann ich auf jeden Fall schon mal meine Stellplätze scheinbar sortieren. Das scheint irgendwie leichter Panzer zu sein. Genau, leichter Panzer. Das hier ist auch noch ein leichter Panzer. Dann nehme ich mal den Typ 2 leicht. Also es scheint ein Level zu geben, 1 bis 10 und dazu noch 4 verschiedene Typen. Relativ komplex das Ganze. Wieso kann ich ihn ins Gefecht? Im Gefecht. Was? Warum ist mein Panzer im Gefecht? Ey, mein Panzer ist im Gefecht. Dann nehme ich halt den hier, der ist nicht im Gefecht. Mach ich's mit dem hier. Der hat auch ein anderes Zeichen, so drei gestrichene Sachen. Der scheint was mehr auszuhalten. Der sieht auch fett aus. Ich habe 397 Verbesserungspunkte. Gucke ich mal, ob ich hier was verbessern kann. Nö, habe ich... Also kann man irgendwie nichts. Nö, das habe ich scheinbar alles schon. Dann gehen wir mal ins Gefecht rein. Und gucken, ob wir jetzt was reißen können. Wie gesagt, ich bin nicht der Beste im Spiel. Ich habe schon Probleme, das Handy richtig zu halten. Normalerweise würde ich das Handy so halten. Aber jetzt versteht ihr mich nicht mehr. So. Ah, ich muss... Wenn ihr mich gerade sehen würdet, ihr würdet mich auslachen. Wie ein Krüppel liege ich hier, weil ich das Handy so komisch halten muss. Aber trotzdem, wir geben das unser Bestes. Warte mal, hier scheinen die Gegner herzukommen aus der Richtung. Ich kann mich oben aus der Karte sehen. Die Karte ist aber nicht fahrtweisend, sondern ich glaube nordweisend. Also sprich, jetzt gucke ich in Gegnerrichtung und jetzt gucke ich von denen weg. Dann sollte ich doch, glaube ich, erstmal drehen. So. So.
Und Feuer. Die Animationen sind auch ganz süß gemacht, muss ich sagen. Oh, warte, ich fahre gerade durch die Mitte. Mach ich besser nicht so. Hier müsste außen sein. Kann man die Palme umfahren? Kann man die Palme umfahren? Komm, das schaffe ich, das schaffe ich. Palme. Yes. Also cool, die Umgebung ist auch dynamisch gestaltet. Ich glaube, ich kann ja auch so eine Hütte kaputt machen. Machen wir Vollgas. Boah, da kommt, glaube ich, ein dicker Panzer. Okay, die Hütte geht nicht kaputt. Glorreich. Da kommt was ziemlich dickes. 550 Leben. Das dürfte deutlich mehr sein, als ich es habe. Aber das ist der gleiche Panzertyp. Der rusht hier irgendwie übelst vor. Keine Ahnung. 1-2, 1-2. Ist das sowas wie Capture the Flag vielleicht? Er ist auf jeden Fall ziemlich auf dem Vormarsch zu uns. Das dulde ich aber nicht. Oh, oh. Warte mal. Scouten ihn mal. Und kommt der da auch irgendwann? Ballert er sich da jetzt durch? Ey. Oh, das sind zwei Gegner. Oh, hat er gut gemacht. Er hat mich getroffen. Ich ihn aber auch. Ich bin ihn auch getroffen. Ich muss mal wieder aus dem Scout-Modus raus. Drehen. Rückwärts. Alter, bin ich schlecht. Alter, aber ich glaube, ich kann ihn hier sehen. Ja. Feuer. Treffer. Ich kann einfach nicht nochmal schießen. Mist. Komm, die machen wir platt, Jungs. Wir sind hier viel mehr. Aber hinter uns sind auch schon wieder Gegner. Der einer ist fast tot von den Gegnern. Okay, der ist tot. Komm, den machen wir jetzt noch platt. Gemeinsam, Jungs. Wir sind jetzt zu... So, ah. Rückwärts. Ey, warum visiere ich an? Fahr. Schieß. Nicht dazwischen. Er steht hier genau dazwischen. So, ich habe getroffen. Ich darf nicht diese roten Markierungen treffen. Da ist der besonders gepanzert. Und er lädt auch nach. Und ich darf mich nicht bewegen. Ey, man kann ihn ja nirgendwo treffen. Also ich glaube, ich treffe ihn. Ja. Gerade ein bisschen lächerlich. Warum kriege ich den nicht kaputt? Ich schieße ja mit voll der Gurke, Mann. Alter, ich... Wie oft habe ich jetzt auf den geschossen? Ihr müsst mal drunter schreiben, ob ich den überhaupt getroffen habe. Oh, da hinten kommt noch ein fetter Panzer. Alter. Jo, ich habe ihn getroffen. Irgendwas ist bei ihm kaputt. Nee, ist nicht kaputt. Er läuft, fährt noch. Komm wieder vor. Ja. Er ist fast kaputt. Komm schon. Ich will noch einen Kill. Oh, er ist kaputt. Und ich habe den Kill nicht bekommen. Aber ich scheine auch ganz gut Leben zu haben. Ich habe auch 550 Leben. Das heißt, ich bin auch so ein Fettsackpanzer. Okay. Also es ist sehr viel hektischer als Domi, weil es halt so real life ist. Also mit echten Feinden. Da kommt ein Panzer hinter mir. Den mache ich platt. Junge, dich mache ich platt. Ich habe zwar gar keinen Rückwärtsgang, der übelst langsam ist. So, Feuer. Ich schieße einfach nicht. So, lädt nach und... Wieso Panzerung nicht durchschlagen? Hä? Also manchmal verstehe ich nicht, wo man die Panzer treffen muss. Den kann man ja irgendwo nirgendwo treffen. Der ging nicht durch. Der Feind scheint aber auch beschädigt zu sein. So. Der hat getroffen, aber jetzt gleich beschießt er mich auch. So, komm schon! Jetzt kill das Vieh, Mann! Man kratzt sie nicht mal an. Ist ja der gleiche Typ wie ich? Panzer B2? Kann sein. Oh, Mann! Komm schon! Mach ihn platt! Treffer! Jetzt mach ich ihn platt! Meiner! Das ist meiner! Nein! Er hat gar kein Leben mehr! Hab ich ihn kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ey, mit Abstaubern ist es ja richtig blöd hier. Vor allem habe ich irgendwie voll die Gurke. Der wirft irgendwie mit Kartoffeln meinen Panzer. Aber wir stehen 4-2 in der Überzahl. Hier sind überall schon kaputte Fracks. Das ist natürlich cool, dass die Leute hier rumliegen und auch noch angezeigt werden. Und ich glaube, ich habe einen Kettenschaden. Unten sehe ich so ein gelbes Symbol. Das sieht aus wie eine Kette, die kaputt ist. Wir müssen ja auch irgendwo in die Mitte, glaube ich. Hier steht was von einer Flagge. Jo. Da fahre ich einfach mal hin. Ich denke, wir müssen irgendwie... Herrschaft. Das sieht nach Herrschaft aus. Auch wenn ich mich nahezu nicht fortbewege. Basiseroberung. Ja, sieht gut aus. Hier sind wir.
Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir uns mal irgendwie so genau in alle Richtungen drehen. Dass wir auch ein bisschen Schutz haben. Feinde werden nicht aufgeklärt und wir haben eingenommen. Ah, da kommen die Feinde. Okay, Gefecht beendet. Wow, das war jetzt unspektakulär. Schauen wir mal, ob ich einen gekillt habe. Vielleicht kriegt man irgendwo eine Statistik. Hier habe ich einen Erfolg freigeschaltet. Nö, ich habe nicht einen zerstört hier unten. Das ist ja lame. Aber ich habe ziemlich viel Erfahrung bekommen, glaube ich. Denke ich mal. So, Team hat die Basis erobert. Leute, dann hoffe ich, hat euch die Episode gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir mal einen Kommentar drunter. Dann werde ich das Spiel auf jeden Fall öfter spielen. Also spielen werde ich so oder so öfter, aber dann werde ich es auch mal streamen oder wieder uploaden. Ich finde es ein cooles Spiel. Wenn ihr Ahnung davon habt, dann schreibt mir einfach mal, wie das mit den Panzern hier unten aussieht. Was für Panzertypen das sind. Also ich weiß auf jeden Fall, das hier werden leichte Panzer sein. Wahrscheinlich sind das hier Panzerzerstörer, mittelschwere Transport oder schwere Panzer. Ach, ich weiß es nicht. Ihr gebt mir dazu unter einfachen Feedback. Wir sehen uns bald wieder. Euer Domination-Tipps.